hoher Besuch in der Oper Leipzig. Am 31. August 2019 verabschiedete die Handelshochschule Leipzig 220 Master- und Promotionsstudenten im Rahmen einer Graduierungsfeier, welche in der Oper Leipzig stattfand. Im Beisein von Familien und Freunden nahmen sie, einer nach dem anderen, ihre verdienten Zeugnisse entgegen. Seit 1898 ist die Handelshochschule Leipzig fest in Sachsen verankert. An ihr werden die Führungskräfte und Unternehmer von morgen ausgebildet. Besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Die Laudatio hielt Christine Lagarde, geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, designierte Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Anschließend übergab Professor Dr. Stefan Stubner, Rektor der HHL, die Urkunde an die Bundeskanzlerin. Die HHL Leipzig Graduate School of Management unter dem Rektorat von Professor Dr. Stefan Stubner, der einstimmigen Entscheidung des Senats folgend, verleiht in Anerkennung und Würdigung ihrer herausragenden Verdienste um die Wirtschaftswissenschaften Angela Dorothea Merkel den Grad Doctor Rerum Oeconomicarum Honoris Causa Dr. Rehr Öck-HC am Leipzig den 31. August 2019 unterschrieben vom stellvertretenden Vorsitzenden des Senats Professor Manfred Kirch-Georg und dem Rektor und Vorsitzenden des Senats Stefan Stubner. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht ein kleines Foto hier. Mit ein paar dankenden Worten richtete die Kanzlerin sich anschließend an die Festgesellschaft. Herzlichen Dank, das ist ja ein ganz besonderer Tag, jeder spürt es in verschiedener Hinsicht. Und die Ehrendoktorwürde der renommierten Handelshochschule Leipzig entgegenzunehmen, ist für mich natürlich eine große Freude und Ehre. Dabei bin ich mir nicht ganz sicher, was mich mehr ehrt. Die hohe Auszeichnung an sich oder die lobenden Worte, die Sie für mich gefunden haben, Herr Professor Stubner, und natürlich besonders Sie und besonders du, liebe Christine. Ich wusste nicht, dass dieser Laudatio ein so wissenschaftlicher Prozess vorausgegangen ist, und deshalb möchte ich mich auch bei den Gutachtern bedanken, dass sie auf unabhängige Art und Weise den ehrenwerten Senat dieser Hochschule überzeugen konnten, sodass der ganz undemokratisch auch noch zu einer einstimmigen Entscheidung gekommen ist. Wo hat man das heute schon? Das würde man gerne öfter haben. Und in dem Zusammenhang berührt es mich natürlich sehr, aber spornt mich auch an, dass gerade für das Führungsverständnis auch diese Verleihung der Ehrendoktorwürde mir gegeben wurde. Das ist etwas, was mich auch immer wieder dazu veranlassen wird, zu suchen nach diesen Räumen der Kompromisse. Und deshalb möchte ich Sie nur bitten, lassen Sie sich auch weiter von Ihrer, bei Ihrer Hochschule, jedenfalls würde ich mir das als Ihre Ehrendoktorin jetzt wünschen. Ich habe ja jetzt auch Möglichkeiten, mich hier zu äußern. Also würde ich sagen, bleiben Sie dabei und unterstützen Sie dieses Führungs. Ich sage sowieso, das habe ich, glaube ich, Ihnen noch gar nicht gesagt, alle Universitäten, die mir einen Ehrendoktor gegeben haben oder Hochschulen, werden sowieso noch von mir hören, wenn ich nicht mehr Bundeskanzlerin bin. Ich komme wieder. Für die musikalische Begleitung der Veranstaltung sorgten das Gewandhausorchester unter der Leitung von Intendant und Generalmusikdirektor Professor Ulf Schirmer sowie einige Ensemblemitglieder der Oper Leipzig.